Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu F1 2016, heute aus Monaco und mit dabei sind wie immer Kim und iTouch. Hallo. Guten Tag. Jetzt unser absolut Lieblingsrennen. Bei Regen, auch Manu. Schön. Was haben wir gesagt, hier dürfen wir den Heckflügel anpassen, ne? Jo. Ja, Frontflügel auch. Ja, Frontflügel das ja immer. Wann darf man Frontflügel immer? Immer. Das haben wir schon mal besprochen. Das war schon in der letzten Saison, als mir aufgefallen ist, dass du am Frontflügel rumgemurkst hast. Ja, jetzt also. Na gut, während des Rennens kann man ja eh am Frontflügel. Ja, nach Parkfermi-Regeln darfst du es machen. Aber du darfst nicht vor dem Rennen, darfst du nur das Standard-Setup auswählen. Nach dem Qualifying darfst du dann Frontflügel anpassen, wie du lustig bist. Hat genau. So hatten wir es gesagt. Genau. So, kein Wunder, dass Polle gewonnen hat. Genau. Das lag natürlich immer nur daran. Moment, ich bin noch nicht so weit. Egal. Hast auch 30 Sekunden, bisschen weniger, 20. Hast auch 30 Sekunden, bisschen weniger, okay, 20. Okay, 15. Lebensdauer von dem Ultrasoft sind übrigens 42 Runden. Bei mir 41, irgendwas stimmt. So. Ich habe gedrückt, iTouch, drücke. 5. So, ich bin so weit. Zu spät. Er hat's verkackt. Gib Gas, Harry! Ich mag iTouch. Jetzt auf einmal. Ich hab dich früher auch gemacht, nur wenn du gewonnen hast, da warst du mir echt unsympathisch. Ich bin der Eddie the Eagle der Formel 1. Oh, Schwimmbad, I love it. 57,4. 58,2. Oh, knapp an der Mauer vorbei. Und sie fahren ins Ziel jetzt. Hä? Jetzt. Ah, jetzt. Boah. Und sie fahren ins Ziel jetzt. Jetzt? 16-2. Yes! Ja. 21. Was? 20. Und Bolle? 21. Alter. Warum haben wir das klar? Wir sind voll dabei. Wir sind die Besten aller Zeiten. Oh ja! Hey, selbst Parmas vor mir. Ich hätte fast noch 19 werden können. Das war noch relativ knapp, verdammte Scheiße. Ach, ach Mann. Das wäre schon ein Erfolgserlebnis gewesen für Marco irgendwie so. Ey, ich schneiß dich. Das ist, ich kann jetzt auf harten Reifen durchfahren. Nicht ganz, leider. Alter, doch, theoretisch müsste es gehen. Oder theoretisch ja, praktisch. Ah. Ach komm, ich starte jetzt einfach das Rennen, ist mir egal. Die Strategie wird sowieso anders sein, ne? Ja, die Strategie ist einfach erste Kurve direkt rausfallen. Hey, iTouch! Hey, iTouch? Ich sehe dich. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Ich sehe Kim auch. Ja, once in East, das was. Ich bin dafür, dass wenn wir überrundet werden, dass wir dann mal absprechen, das Rennen. Ach komm, leck mich doch, ich fahre jetzt. Ups, ich bin falsch gestartet. Komm, wie stehen? Nein, ich stehe hinten! Nein. Ich muss die ganze fucking Runde warten. Ich bin schon auf 7. Ich bin auf 21. Kommt ein Start von mir. Ja, schön. Hey, da ist er! Hey, Kim, warum fährst du rückwärts? Fährst du rückwärts? Hey, iTouch! Ja? War doch auch mal scheiße, mal gucken, ja, ob du... Ja, hab ich gemacht. Ah. Ich hab eine Kollision mit Parma versucht. Ah, da ist er! iTouch, warum fährst du rückwärts? Du fährst auch rückwärts. Komisch, wir fahren alle rückwärts. Verrückt. Ob das so gut ist wie die Reifen? Ich weiß es nicht.
Das hält sie auf Temperatur. Naja, jetzt überleg mal. So, jetzt, Alter, jetzt mal rein logisch. Wenn du geradeaus fährst, verschleißen sie. Fährst du rückwärts? Müssten sie besser werden. Logische Schlussfolgerung. Ja, ne, also dann kann ich ja noch mal ein bisschen auf mein Handy schauen und so, ne. Hey, Kim, du bist durch die AI ersetzt worden. Schön. Schön. Hey, World. Oh mein Gott, Alter, die rammen dich. Er rammt mich? Damit komme ich klar. Die sind ja total verrückt drauf. Guck dir mal an, wie die da durchballern. Soll ich einfach mal den Start über AI machen lassen? Au! Jetzt warte, das probiere ich aus. Ich sehe schon, komm, du bleibst einfach stehen auf dem Fleck und Alter spallert voll in dich rein. Nee, damit ich ausgeklose. Harianto, Gutierrez. Was, was denn? Soll ich auf AI umschalten, einfach Pausenmenü machen? Du bist bestimmt schneller und sicherer im Ziel als so. Also ich komme auf jeden Fall durch die erste Kurve. Das stimmt. Was wäre ja langweilig. Langweilig. Aber wobei, so safe würde ich das nicht sagen. Hat sehr gute Fahrt. Ja, und eine Handbreite was im Spiel. Bon Chance. Ja. Achtung, ich bin in, Kim. Kann nichts mehr machen. Hi Jungs! Leute, ich bin ausgelost. Ich hab die erste Kurve überlebt. Ich auch. Ich auch. Wir alle. Ja, yeah, da zieht er vorbei, schon auf 14. Kim, übernimmst du auch mal oder hast du das nicht mehr vor? Irgendwann. Es hat sich jemand gedreht, aber ich war das vielleicht. Jetzt übernehme ich. Und da drehe ich mich. Dankeschön. Es geht schon wieder los. So, da steht jemand quer, Hülkenberg. Ich immer noch. Das war so klar, dass ich so abgeballert werde, ne? Kann ich mit dem Reifen durchfahren? Im Soften, ja. Ja, ja. Du bist doch ziemlich weit vorne gerade, oder? Ich bin 12. Aber ich wurde ja abgeschossen und hab meinen Flügel kaputt. Oh, wow. Und ich bin raus. Eitatsch, du hast es nicht mal durch die erste Runde geschafft. Tja. Rümberkopf ist überheftig irgendwie, ja? Wow. Mal, und ich bin gerade in der Box. Hey, Eitatsch. Warum machst du so verrückte Sachen? Safety Car überholen? Da ist hundertprozentig gibt es wieder den Safety Car. Fuck, ey. Weil die ersten waren wahrscheinlich schon über die Linie in dem Moment. Du hier. Ich darf das Safety Car auch überholen. Das Geile ist, ich habe keinen Delta, ich kann Gas geben. Ich habe keinen vor mir, ich kann Gas geben. Das ist doof. Ja, jetzt habe ich sie dann auch gleich vor mir. Eye-Touch? Ja. Warum machst du sowas? Ich bin an der Mauer hängen geblieben, habe mich gedreht und dann in die Mauer rein. Na, Eye-Touch wollte halt einfach mal Dings machen, weil ich kann oder. Achso. Ja, war so ein bisschen Roller-Chippy zu wurden. Ja, du wolltest einfach kein Monaco fahren, gib's zu. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, so ähnlich ist mir das passiert, Kim. So ähnlich, nur jetzt hier im Schwimmbad ist mir das passiert. Ich hätte gerne das Rennen zu Ende gefahren. Ich wollte eigentlich ein ruhiges Rennen fahren, auf sicher. Okay. Hey, Eye-Touch. Bitte. Soll ich dir deine Flügelteile mitbringen oder holst du die später ab? Nö, ich lasse aber liegen. Okay. Das ist nett von dir. Souvenirs für die Kids. Auf einmal bremsen die alle. Ja, jetzt sind sie alle in der Safety. Das hat es ja richtig weit geschafft. Hat den Berg nicht hochgekramt. Nee, Ketten vergessen.
versuche die ganze Zeit Nasser zu überholen. Ja, du musst einmal an ihm vorbeifahren, dann zurückfallen lassen und wenn es dann oben die Anzeige spackt, dann musst du vorbeifahren. I do my very best. Ja, schon geil, wenn du dich hier so schön vorschummelst. Gemacht? Warum bremst du? Ja. Nein! Nein? Es hat gerade geblinkt, aber da war ich zu weit weg zum Vorbeifahren. Das ist doof. Ach ja. Kann das Ding auch mal reinkommen wieder? Das ja, ich will jetzt endlich mein Auto kaputt schießen hier. Das kannst du auch so machen. Nee, das ist doof. Wenn dann schon in Rente. Alter, guckst du zufällig bei mir zu? Ah, der ist Arschloch! Ja, durch. Hast du das gesehen? Der darf doch keine Schlangenlinie fahren, wenn ich neben ihm bin. Du musst ja auch nicht neben ihm fahren, du sollst eigentlich hinter ihm fahren. Ich will mal, dass er ein bisschen Gas gibt, der Kollege da. Oh Gott. Lichthupe, ist das, ne? Nötigung. Ich habe extra eine Taschenlampe dabei, damit ich Lichthupe machen kann. So, hier, Achtung, hier bremsen sie. Ah, nein! Das sehe ich jetzt eine Übertragungskamera und ich zeige gerade unter dein Auto. Weißt du, auf die Radaufhängung. Oh, geil. Lol, da hast du sogar Begrenzer aktiviert. Großen Begrenzer. Siehst du das? Guck mal da auf der linken Seite. Safety Car, kein Überholen, Begrenzer aktiv. Achso. Oh, das war Alter, knapp. Was machst du? Kurve fahren, was willst du eigentlich? Ja, du knallst in die Mauer. Na, naja, das sah nur so aus. Alter, deine Einschätzung, wie viele Runden schafft Bolle noch? Ich denke, Bolle wird Runde 17. Runde 17. Echt so lang noch? Ja. Oh Mann, da können wir echt nicht Kanada fahren. Bolle! Ich habe hier schon den Schädel an diesen blöden Schildern an. Wer hat mir eigentlich meinen Frontflügel kaputt gemacht? Du selber? Ach, das war der Nasser. Der Nasser hat die Nase kaputt gemacht. Juhu, Pink im Sektor 1. Ja, ich auch! Kim, wir rollen das Feld auf. Wir sind so gut. Da sind Teile weggeflogen, wenn ich das richtig gesehen habe. So, gleich kommt wieder Schwimmbad, dann ist das Auto sowieso weg. Mal gucken. Ja. Fahr doch die Kurve! Boah, cool, ich bin durch schon mal durchgekommen. Kommt ihr mit Benzin schon 3 angeschissen, ey? Achso, ich fahre ja auf Standard. Auf Mager. Kein Wunder, dass ich nicht mithalten kann. Daran wird's liegen. Jetzt hat er wahrscheinlich auf Fett gestellt und erste Runde auf Fett. Erste Kurve, bam! Ohne Bremsen, ohne über los zu gehen, einfach rein. Boah. Ah, das sieht schon viel besser aus. Gell, iTouch? Bitte? Schläft. Ist mein Fahrstil so einschläfernd? Erstens ja. Zweitens, ich gerade die aktuellen Bundesregierungen.
Was guckst du? Die aktuellen Bundesliga-Ergebnisse durch. Ach so. Safe. Den unteren Abschnitt treffe ich eigentlich ganz geil. Also Sektor 3. Okay. Das sieht doch ganz interessant aus, was wir hier machen. Nö. Okay. Boah, wow, besser in Sektor 1. Absolute, oder was? Ja. Juhu. Hey, hier liegen ja auch Teile. Oh, Tatsache, mein Frontflügel gefehlt. Echt? Jo. Oh. Kia klebt ja an dir dran. Ja, ein bisschen vielleicht. Tja, was machen wir jetzt so lang? Tja. Bist du auch raus? Ja. Fliegen wir schon mal vor. Ja, mach schon mal Schreckenbegehung. Ich würde sagen, wir starten das Rennen eigentlich schon mal. Ja, finde ich gut. Ja, eine Stunde hast du ja noch Zeit, ne? Wolle, du kannst ja nachkommen. Oder Alter, eine Stunde hast du ja noch Zeit, dann gehen wir da so noch durch, wir zwei. Gar kein Thema. Aber wenn Bolle ja meint, er muss jetzt hier fertig fahren auf Krampf, weißt du. Ich fahre hier nicht auf Krampf, hallo, hier geht's doch um Punkte. Schlechtester Witz ever. Ey, ich hab meinen Stop schon hinter mir im Gegensatz zu denen. Ja, toll, du musst erstmal durchkommen, Kollege. Das ist auf dem anderen Blatt. Ja, außerdem hast du mal Fatball, sonst wird das gar nichts mehr. Auf den Führenden hast du 21 Sekunden Rückstand. Was kann ich denn dafür, wenn die hier so schleichen? Ich sag's ja nur, selbst wenn die vorne reingehen, bleiben sie vielleicht sogar vor dir. Ich vielleicht, definitiv. So, here we go. Bisschen zu viel Flügel. Ich habe zu wenig Flügel inzwischen. Sieht doch noch alles in Ordnung aus. Ja. Oh, hat's kurz Stretch gemacht. Ach, willst du vernachlässigen? Oh, jetzt hat er DRS, oh mein Gott, jetzt kann er überholen. Oh ja, oh ja. DRS in Monaco. Sehr effektiv. Und offen ist die Lade. Hoffentlich geht schief, hoffentlich geht schief. Jetzt bremst du hinten an. Oh, mit DRS muss einer auch vorbeigehen. Mann, Alter, du hast DRS und die frischeren Reifen. Schämst du dich nicht? Oh! Oh. Da war die Wand. Da war die Wand. Mit der habe ich nicht gerechnet. We see. Ich geb Gas, ich will Spaß. Pass auf hinter dir, ne? Du bist viel zu langsam. Ups. Ja, oh, bisschen, nur ein bisschen die Kante. Track Limits, Track Limits. Hast du Strafe bekommen? Nö, Verwarnung. Ich hab ja versucht, die Kurve zu fahren. Boah, ja, das war knapp. Ja. Mal gesehen, wie du es versucht hast. Jetzt aber. Ja, das Problem ist, die haben ja vorne auch alle. Na und trotzdem hinten drin dran vorbeibremsen. YOLO, komm, alles. YOLO. Oh, langweilig. Jetzt den Berg hoch. Langweilig. Machen wir dir noch was hin. Langweilig. Leck mich, Nasser! Au, der rammt mich!
Danke darüber. Wolle nicht so nah ran, vielleicht schnappt er. So, komm, warum hast du nicht den Subtil? Mann. Ja, der stand ja hier quer. Junge, 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 Junge. Oh, ein Flügel. So. Ich arbeite mich nach vorne. Ein Engelsflügel? Was habe ich gesagt? 118, ne? Ne, 17. 17 also. Ich hoffe ja noch, dass Alter schlecht hat. Oh. Hast du das Quietschen gehört? Das war der Reifen. Komm, schmeiß doch jetzt mal in die Wand oder überhol mal wenigstens eins von beiden. Ich hab doch gerade erst überholt, was willst du eigentlich noch? Ja, noch mehr Überholmanöver. Andorm, pro und rein, Überholmanöver ist dritte. Dann fangen wir ja nächste Runde wieder an. Safe call. Es schneit. Bei dir? Nein. In Monaco? Ja, Monaco. Das finde ich auch so lustig, weißt du, Rallye Monte Carlo. Die fahren einfach fucking Schnee rum, weißt du? Yeah. Da fucking oh, jetzt hat er ihn. Ah, der Drecksack! Ja. Geil. Geil. Cooles Manöver. Safety Car. Nö. Warum ist denn das Auto noch heil? Seins nicht mehr so. Aber okay, immer noch. Und deins? Naja, gelber Frontflügel. Ja, Renault baut hat das Stahl. Ostkropfstahl. Ne, das war Mercedes, ne? Auch. Ach, scheiß drauf. Das wäre immer so lustig, Formel 1, Sponsor Kruppstahl. So, und dann bauen sie die Autos einfach aus Kruppstahl. Ich glaube, da bewegen sie sich kaum noch. Also, wenn ich es irgendwo wegschmeiße, glaube ich, wird es irgendwann die Schwimmbad sein. Das glaube ich. Wobei, Schwimmer bin ich über nice immer durchgekommen, hab mich selber gewundert. Ich glaube, dein Teamkollege ist an der Box. Ja, kann ich bestätigen. Die wollen mich jetzt auch reinholen, aber ohne mich. Wenn wir jetzt in die Box fahren, wird das jetzt frei waren. Ja, super. Da ist er auf 15. Und nur 26 Sekunden Rückstand nach ganz vorne. Na, läuft bei dir. Alles im Rahmen. Bumm. Und bumm. Das ist nur, um das Auto gerade zu stellen. Ja, ja, das ist schon klar. Man lehnt sich an. Eben. Hey, hier ist ja dein Teamkollege. Schieß ihn ab. War einer von euch schon seit den Turbomotoren wieder in Formel 1? Nee. Oder waren? Nee, waren nicht. Nö. Hui! Mal schauen, nächstes Jahr, wenn es Geld nicht, also vom Geld her drin ist, dann gehe ich, glaube ich. Hockenheim? Bei Hockenheim für euch, der Hockenheim ist ja dieses Jahr. Das war nächstes Jahr. Doch, nee, dieses Jahr. Und die fahren ja trotzdem nächstes Jahr Hockenheim wieder. Ja? Nürburgring ist raus. Dave, call! Okay. Ja, müsste. Kann sein. Ich glaube, da ist letzte Woche noch nicht gesprochen. Genauso wenig wie der Verkauf vom Nürburgring. Hehe! Alter, was ein Manöver. Pass auf, nur hin! Aber ganz ehrlich, ich glaube, Hockenheim ist auch noch nicht safe. Also generell der deutsche Landkorb ist, glaube ich, nicht safe. Ja, aber wenn, dann würde ich irgendwo anders hingehen. Also Hockenheim war ich ja einmal und das war eigentlich ziemlich cool. Also Nürburgring war auch cool, aber ich weiß nicht, Hockenheim war halt, sagen wir, ein bisschen übersichtlicher. Ja. Auch nach dem Rennen, ich war in der Parabolika, gleich halt im Prinzip über die Strecke gestiefelt und dann Richtung Boxengasse. Das war ganz lustig und ja, Damon Hill gesehen, Johnny Herbert, Florian König. Die waren auch alle gar nicht mehr. Das war sehr lustig. Oh mein Gott, you are Damon Hill, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er ist immer ein Formel-1-Weltmeister. Ich hab gesagt, die fahren. Die fahren doch gar nicht mehr iTouch, das ist ja voll langweilig. Total. Na, aber sie haben es überlebt. Das können nicht alle von sich behaupten. Es ist halt so, ey. Sie haben es halt überlebt, was will ich sagen?
Im Prinzip ist es gelogen, so, weil damals... Gelogen ist es nicht, das stimmt. Weil damals ist ja pro Jahr mindestens einer gestorben. Das stimmt. Ja, bei Hill noch nicht. Nicht mehr. Nicht in den 90ern. Ja, so 90er jetzt nicht gerade, aber... So. Früher, also, war ja 80er noch. Ja, bei 80er auch schon nicht mehr so ganz. Selbst in den 80ern nicht. So, Leute, jetzt ist der Flügel vorne am Arsch. Sieht aber noch ganz aus. Ja, die also linke Hälfte. Die linke Hälfte also, ist kaputt. Dann kannst du noch fahren. Hä? In Monaco kannst du damit aber noch fahren. Naja, durch Schwimmbad durchballern. Ja, muss halt ein bisschen Luft. Braucht kein Mensch, weißt du? Ey, bist du Mann oder Mäuschen? Keine Ahnung, bist du in der Wand oder nicht? Nö, ich war nicht in der Wand. Nö, ist so. War davon abgesehen, dass ich absichtlich weggeschmissen habe. Ah, ich konnte nicht. Da war noch? Ja. Bist du langsam mal eine Strafe kassieren? Alles klar, aber sicher. Anlehnen, oh. Anlehnen. Oh, oh, jetzt ist es gefährlich. Also das mit dem Kurvenfahren ist nicht mehr so. Können wir bitte nur noch geradeaus fahren? Blue Flag, Blue Flag. Hey, wo ist mein DRS? Warum habe ich kein DRS? Was soll das? So langsam, zu langsam, zu langsam. Außerdem, warum Blue Flag? Das soll mich vorbeilassen, fertig. Ganz klar. Hey, mittlerweile sind es nur noch 30 Sekunden vom Führenden. Au. Komm rum! LKW! Oh, zu weit rum. Hey, Gutierrez, ich brems mal. Safe! Alter, aber die Kameraeinstellungen sind schon ziemlich geil. Eure Sicht hätte ich jetzt ganz gerne. Nö. Doch, die hätte ich schon ganz gerne. Wie sieht's denn mit dem Benzin aus? Habe ich schon alles verfahren? Das ist gut. Hast du die Kopf echt schon angeguckt, wo ich dich hingekommen habe? Nee, hab ich nicht geguckt, aber ich weiß ja, worum es geht. Oh, Mann, ey. Das ist einfach so lustig. Weißt du, teilweise macht er nur so, bah. Ja. Bah. Boah, und dann ein, knapp, zwei Mal so richtig so, bah. Das Geilste ist eigentlich, das Geilste ist, wo er bei Lotus fährt und die dann sagen, Kimi, get out of the fucking way. Und er so, don't shout at me, fucker. Hey, Kim, ich sehe auch dein Teamkollegen. Ist das geil? Ein Williams. Mach Platz, du Arschloch! Jawohl! Jawohl! Alter, Spaß! Runde 16! Nee, Runde 16, leider. Leider Runde 16. Oh, Alter, so knapp, so knapp. Oh, Wolle, eine Runde, du Spaß! Ich hab doch gesagt, ich schmeiß eine Runde vorher weg. Oh, Mann. Gut eingeschätzt. Ah! Ich hätte ankommen können! Ich kenne doch meine Leute. Eigentlich so rum, Bolle, Mann. Was soll denn das? Dann hör halt nicht so hin. Alter Vater, ey. Ärgerlich, ärgerlich. Alle, die hinter dir waren, als ausgeschieden bist, haben plus 22 Runden. Wie geht das? Geil. Und Eriksen hat plus 2 Minuten 9 und nicht überrundet. Respekt. Wer hat denn gewonnen? Nico Rosberg, Raikkonen, Hamilton, Vettel. Oh, die üblichen Verdächtigen. Palmer nur 13. Ich bin enttäuscht. Guck mal hier, Bottas war auf 8. Wäre ich vorbeigefahren, hätte ich mich vor ihm halten können, wäre ich safe 7. gewesen, logischerweise. Ja, immer noch die 1, 2, 3. Ärgerlich, ja. Ärgerlich. Ja, liebe Freunde, dann war es das für heute. Ich hoffe trotzdem, es hat Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen kürzer war. Und das nächste Mal greifen wir nach den Sternen in Kanada. So, so viel dazu. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. May the fun be with you.